So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Mein Fernseher ist noch schwarz. Warum geht er nicht an? Jetzt, dankeschön. Und wie ihr seht, eine weitere Folge von Super Mario Maker aktuell noch. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt mir Cadence of Hyrule zugelegt. Die Demo kann ich also löschen. Das werde ich jetzt im Anschluss an diese Folge hier auch aufnehmen. Das heißt, wir werden uns jetzt entweder abwechseln mit Cadence, ich muss mal gucken, oder ich lade das einfach zusätzlich hoch. Zumindest in Bayern sind noch Ferien, ich weiß nicht, ich glaube überall nicht, aber ich glaube, es sind jetzt gar nicht so viele Zuschauer dabei, die von den Ferien betroffen sind allgemein. Deswegen, ich denke, ich kann das machen. So, wir werden uns jetzt allerdings erstmal wieder gucken, anschauen, was ich denn so getan hat. Hier. Einmal aktualisieren. Dann können wir uns einfach so ein bisschen Level anschauen. Letztes Mal haben wir ja den Multiplayer auf B gebracht. Den werde ich da auch erstmal ganz unberührt lassen. Muss man ja nicht immer gleich wieder alles kaputt machen. Okay, hier ist nichts Neues. Gut, dann wird es vielleicht auch mal ein etwas kürzerer Part. Das wäre ja mal ganz nett. Vor allem, wenn ich es jetzt versuchen möchte, habe ich das schon gespielt, weil das da oben... Nein, habe ich nicht. Das klingt aber interessant. Was wollte ich sagen? Ja, kürzerer Part, weil wenn ich tatsächlich jetzt auch am gleichen Tag dann immer noch Celeste, ist es Celeste, also hier Dings hochlade, Cadence of Hyrule, nicht Celeste, komm jetzt auf Celeste, Cadence of Hyrule hochlade, dann... So viel zu Trust the Fake Traps übrigens. Ich habe doch alles gemacht, was hier... Hä? Was habe ich gerade falsch gemacht? Ich bin doch den Pfeilen gefolgt, oder? Ah, zu doof zum Springen. Habe ich meinen Satz jetzt beendet? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich habe aufgehört zu rennen. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich muss eigentlich wirklich nur laufen und springen. Ja, es ist einfach perfekt aufgebaut. Ja, es ist einfach perfekt aufgebaut. Dann gibt es ja auch keinen Weltrekord zu holen. Denn der ist dann schon... Ist dann wahrscheinlich die Zeit, die ich jetzt auch habe, aus. Es geht noch eine Millisekunde schneller. Hab ja nicht angehalten. Ja. Ne? Da ist halt nichts zu holen. Gut. Gut, gut, gut. Schönes Level. Wo sind wir hier gerade? Ach, Detailsuche Beliebtheit. Na, das haben wir gerade. Genau. Dann müsste das ja aber auch hier sein, oder? Was ist denn gerade hier? Guck mal, was ist diese Woche beliebt? Was kann ich bei Suchen machen? Kann ich da die... Ah, da kann ich die Region umstellen und den Schwierigkeitsgrad. Lul. Ah, und hier... Ah, kann ich diese Woche oder eben gesamt machen? Alles klar. Dann schauen wir uns doch mal ein paar beliebte Level jetzt an. Machen wir das doch mal. Ganz ehrlich. Das mache ich so selten. Das sind dann vielleicht Level, die jetzt viele schon kennen. Aber ich will mal gucken, was gerade so los ist. Und man sieht da ja auch immer so ein bisschen... Ah, verstanden. Das ist ein Wettrennen mit Swamps. Weil die dann jeweils den Boden hier verschwinden lassen. Okay. Coole Idee, aber... Aber jetzt muss ich aber einholen hier, Freund. Das war knapp. Das war knapp. Uiuiuiui. Okay, ich trau dem. Ah, nice. Das war echt cool, ja.
Dann können wir ja mal so ein bisschen untersuchen, ob die alle zu Recht bei beliebt gelandet sind oder nicht. Bisher auf jeden Fall das hier schon. So. Goombas Great Adventure. 50% schaffen das. Dann gucken wir uns mal Goombas Great Adventure an. Ich kann leider die Hinweise nicht lesen, da alles japanisch ist. Okay, da oben ist Goomba. Hä? Ach so. Das muss der irgendwie mit... Ich weiß, wie der das gemacht hat. Ja. Da kommt jetzt was raus. Und der löst jetzt hier Zeug aus. Und da läuft dann der Goomba drauf. Und jetzt kommt hier nämlich was runter. Was dafür sorgt, nämlich eine Bombe, dass ich unten weiterfahre auf einem Band. Da muss ein Band sein und es sorgt dafür, dass ich weiterfahre. Das muss richtig gut. Oh mein Gott, das muss richtig gut getimed sein. Ah. Oh nein, jetzt dreht er um. Oh. Komm raus! Nein, du bist zu bald draußen. Du musst wieder raus. Ah, es war zu bald. Komm raus. Okay. Voll gut. Und jetzt fahren wir wieder weiter auf dem Fließband. Und können in den Checkpoint rein. Voll die schöne Idee. Es ist so toll, was Leute bauen können. Ne? Und dann sind wir fertig. Nehme ich jetzt mal an. Oh. Nice. Sehr cool. Schönes, interessantes Level. Sehr, sehr schönes Level. So. Oh, es gibt eine Fortsetzung von Don't Lose to Swamp. Dann schauen wir mal, ob wir das wieder auf Anhieb hinkriegen. Oh je. Runterwärts geht's jetzt und dann fallen auf uns die ganzen Dinger runter, wenn wir das nicht hinkriegen. Oh, nice. Oh, ich glaube, ich bin zu langsam. Oh boy. Soll ich hier noch hinten sein? Oh! Okay, hat gepasst. Huiuiuiui. Das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Ich kann es nicht anders sagen. Okay. Das habe ich nicht schnell genug gesehen. Schade. Kein First Try. Okay. Oh, das war's schon. Ah, das sind tolle Level. Wirklich schöne Ideen.
Alles zurecht bei beliebt. Aber natürlich auch das, wenn das bei gegeneinander landen sollte, ne? Hat da nichts verloren. Descent into Madness. Autoscrolling-Musik. The deeper you go, the more sanity you lose. Okay. Oh, nee. Okay, wir gehen weiter runter und jetzt... okay. Ich vertraue dem. Ja. Das reicht nicht. Ich sehe das schon, das reicht nicht, ne? Und dann denkt man, man darf nicht fallen, aber man muss fallen. Ja. War klar. War klar. Kann man eigentlich auch gleich unten warten. Fällt man schneller. Ja, genau, der fährt nicht hoch. Es ist, nach einer Zeit ist es dann klar, wie es gedacht ist. Komme ich wieder da vorne raus. Ja, klar. Aber jetzt sind das Kanonen geworden. Das ist ja auch interessant. Ah, war klar. Dass das noch nicht alles war. So, aber jetzt könnte ich ja einfach dadurch. Du bist... Oh, ist das frech. Oh, das war ja voll gut. Großartiger Bait. Ah... Ja. Ah, das war voll der gute Bait, ne? Ich trau der blauen Röhre da überhaupt nicht. Oh, guck mal, was da kommt. Hallo. Tschüss. Erwischt. So, jetzt ins Haus, ja? Gut, dann trauen wir uns halt mal ins Haus. Oh, das war's. Okay. Ah, das mit dem Pilz war großartig. Dadurch, dass man direkt wieder zurückgeschickt wurde, war man sich nicht sicher, wie jetzt und was jetzt und so, ne? Das war cool. Sehr schön. Ich frage mich gerade, ob wir das einmal probieren sollen. Das müsste doch schneller als 1 Minute 21 gehen, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht so gut abschätzen. Man müsste verhindern, den P-Switch zu drücken. Nicht den, sondern den dahinter, da unten. Den müsste man verhindern. Ah, kann man nicht. Ja, blöd. Den kann man nicht verhindern. Ärgerlich. So, den nehme ich jetzt kurz mit. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht... Das war super dämlich. Entschuldigung. Ja, ich glaube, 1,21 ist doch ein bisschen viel. Bisschen schwer zu erreichen, nicht sicher.
Aber der muss ja gedrückt. Das kann ich nicht verhindern. Ich glaube auch, es ist nicht so gut, wenn ich jetzt hier mich fallen lasse. Also außer halt da dann. Aber den muss ich auch drücken. Das lässt sich auch nicht verhindern. Ah, doof. Ich kann dann nur ein bisschen da vorne fallen, so. Ja, ich bin ja sowieso schneller mit dem Ding. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, wirklich nicht. So, einmal schnell hier durch. Ja. Mach dich weg. Ah! Ich mach schon wieder Quatsch hier. So. Jetzt kam ja nichts Gefährliches mehr, ne? Das ist ja alles automatisch passiert hier. Jetzt kommen ja schon die komischen Röhren. Da muss ich jetzt nur schnell durchkommen bis zur blauen Röhre und dann haben wir es ja auch schon. Aber war das jetzt schneller als 1,21? Ich glaube nicht. Das war nicht 1,21. Ach, ich muss ja noch ins Haus. No! Das war keine 1,21. Niemals. Wie schnell war das? Vielleicht 1,40. Schätzungsweise. Oh, okay. Ja, 6 Sekunden. 6 Sekunden noch irgendwo rausholen. Durch die Röhren kann man vielleicht schneller durchwuseln. Irgendwo kann man noch was abkürzen. 6 Sekunden sind schon eine Hausnummer. Irgendwo kann man noch... Vielleicht wirklich bei der Fahne, dass man da eben... Ne, dass man da direkt irgendwas schneller hinkriegt. Oder bei dem On-Off-Teil, dass man da schneller durchkommt. Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Aber nichts, was ich als Herausforderung sehe. Das ist mir zu hoch. Noch ein Don't Lose to Swamp. Ja, großartig. Gerne mehr davon. Ist ja wie eine Serie hier. Wir spielen immer wieder... Oh, Swamp mit Fallschirm. Wir spielen immer wieder eine andere Folge und dann kommt wieder der Main-Plot. Ja, alles andere war Filler. Jetzt ist wieder Main-Plot. Filler sind vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Scheiße gebaut. Nein, ich hatte doch eine Fahne. Ich doof. Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Doof. Ich hatte doch eine Fahne. Ich meine damit nicht, dass ich betrunken war. Die da. Aber ich war mir ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt da springen soll auf dem Ding oder einfach weiterlaufen. Weil das ja schon... Jo, es reicht. Okay, alles klar. Sheesh. Oh boy, 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 ups. Und zack. Ach, diese Level sind so schön. Die machen richtig Spaß. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hat der noch mehr Don't Lose to Swamp? Nein, das war der letzte. Oh. Ah, der hat andere Sachen. Listen to Sounds, 20 Sekunden. 3, okay. Problem ist jetzt, ich konnte die Beschreibung nicht lesen. Aber mal gucken, was hier los ist. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Ich doof. Ich doof. Ich habe es ja verstanden.
Der Pfu ist immer der, wo man springen muss. Wieso hat das nur drei? Ich bin doof. Deswegen, weil Leute dumm sind und nicht nachdenken. So, ich rede jetzt nicht mit euch. Ich muss da drauf hören. Warum mache ich das denn? Wie doof ist man denn im Grunde genommen? Easy. Wieso bin ich denn am Anfang so dumm gewesen? Ah. Boy. Das war cool. Aber ich verstehe die Rate hier nicht. Aber wirklich nicht. Aber den finde ich interessant. Dem folgen wir. So, was hat der noch so? Okay. Muss ich da runterfahren? Nee, kann ich ja gar nicht. Ach so, ich darf wahrscheinlich gerade nicht runter. Ja, hier muss ich jetzt runterfallen. Ah. Kleine Sprünge. Ah, tschüss. Okay. Hopp, gib mir den. Oh. Ja, da darf ich nicht, da darf ich nicht zögern. Okay, let's go. Ah ja. Na komm. Jetzt muss man hier echt. Easy. Aber ich frage mich gerade, wie man das in 40 Sekunden hinkriegt, vor allem den Bowser-Fight am Schluss. Der dauert ja automatisch, dadurch, dass man den dreimal treffen muss. Den kann ich ja nicht anders kaputt machen. Interessant. Wobei, eine Minute, ich bin einmal zwischendurch gestorben, anscheinend geht das tatsächlich. Okay. Okay. Aber den mag ich. Der ist cool, der baut schöne Sachen. 1-1 Fragezeichen. Was hat er jetzt hier gemacht? Was hat er hier angestellt? Das ist auf keinen Fall 1-1, das ist schon klar. Irgendwann kippt die ganze Geschichte. Ja, Mensch. Okay, jetzt haben wir 1-1 bei Nacht. Ist ja fast wie Nerf World bei Nacht. Ja. Checkpoint ist... Ja. Kann man machen? Warum ist da kein Stern drin? Warum ist da keine Feuerblume drin? Ah! Das war doof.
Warum ist da ein... Ah, komm her! Kettenhund drin. Will der nicht. Warum ist da ein Hammerbruder? Der hat da auch nichts verloren. Oh boy. Okay. Jetzt komme ich hier raus. Jetzt geht's wieder zurück. Da ist mein Stern. Jetzt gehen wir also hier zu dem On-Off. Oder auch nicht. Und sind jetzt hier drüben. Und jetzt schließen wir ganz normal ab, ja? Okay, alles klar. Ja. Verglichen mit dem, was er sonst gebaut hat, waren die anderen Sachen deutlich kreativer. Aber an sich... Ich überlege halt gerade. Also Boon natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es... Ist es ein Toll wert? Es ist halt irgendwie trotzdem nur 1-1 gewesen. Es ist 1-1 vorwärts und wieder rückwärts. Nee. Muss ich jetzt kein Herzchen dafür geben. War jetzt auch nicht so krass unterhalten. Slide and Jump 3. Wir haben jetzt natürlich nicht die anderen Slide and Jumps gespielt, aber man kann ja auch mal mit Season 3 anfangen, ne? Bin gespannt, ob es funktioniert. Ich werde jetzt wirklich keine Richtungstasten drücken, außer runter und springen. Das ist dann vielleicht nicht der schnellste Weg, weil man sicherlich durch Rennen irgendwo schneller werden kann. Aber so ist ja das Level gedacht. Deswegen werde ich gucken, ob das funktioniert. Nur sliden und jumpen. Alles andere machen wir nicht. Bisher funktioniert das großartig. Ah, es spielt sich auch einfach... Es spielt sich einfach toll. Ah, es ist ein richtig befriedigendes Gefühl. Ist echt schön. Keine Herausforderung in dem Sinne, aber es ist einfach, ne, das macht einfach Spaß. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön durchdachtes Level-Design. Gefällt mir. So. Dann habt ihr ja auch die ganzen anderen Slide- und Jump-Dinger noch, die wir spielen müssen. Let's Super Jump. Okay, mal gucken, was hier los ist. Ich bin gespannt. Jump too far. So, oder was? Das war gelb, das hat nicht gereicht, ne? Etwas. Nein, ich bin noch nicht. Ich komme noch nicht weit genug. Oh, ich dachte gerade, hä? Aber alles gut. Aber auch das ist jetzt... Nein, er hat außenrum hat er schön dekoriert und so. Doch, das kann ein Herz bekommen. Doch, das schon. Ich wollte halt sagen, von der Leistung her, die man beim Spielen erbringen muss, ist es jetzt nicht so groß gewesen. Aber er hat doch ein bisschen was außenrum gebaut, was man dann auch schon so... anerkennen kann. 9999 Kommentare. Holy moly. Der muss ziemlich bekannt sein, der XXNieXX.
Ich kenne den nicht. Hui. Okay. Das wird vom Konzept her natürlich genauso wie das erste funktionieren. Also gut, das dritte. Bin ich mal gespannt auf das erste dann tatsächlich. Man muss ja immer wieder auf neue Ideen gekommen sein, ne? Weil sonst wird es ja langweilig mit der Zeit. Aber auch das spielt sich einfach wieder großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Alles klar. Oh, da muss ich aber ganz schön schnell springen. Uiuiui. Nice. Alles abgeräumt. Gnadenlos. Gnadenlos alles. Oh mein Gott, reicht das? Ah, ich hab's verfehlt. No, ich hab's verfehlt. Ei. Okay. Bisschen zu bald gesprungen. Okay, sehr schön. So, Defend. 13,25. Das könnte jetzt wieder etwas Spannenderes sein. Mal gucken. Was soll ich tun? Ah, ich muss den Boden... Verstanden. Sonst explodiert hier alles gleich. Das wird nicht so gut. Coole Idee. Coole Idee. Wait, aber so will ich das nicht, weil dann geht die Zeit immer wieder von... So zählt die Zeit immer weiter. Und ich habe keinen Pilz am Anfang. Das ist ja dumm. Also die Fahne ist da eigentlich ein bisschen... nötig, weil ich hätte schon gerne einen Pilz am Anfang. Allerdings muss ich... Nee, jetzt muss ich mir auch so... Ich muss auch so mal gucken, was hier zusammengebaut wird. Tschüss. Oh, aber das wird ordentlich auf die... nach oben hin. Das wird nach oben ganz schön ordentlich gleich. Besser. Genau, gleich den Weg wegwerfen. Yo, Freund. Mach dich mal... Oh, Mist, das ist explodiert. Puh, okay. Nein, ich brauche den Pilz. Ich brauche den Pilz. Hat der gerade... Das war frech. Ja, das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Andererseits fällt der so schnell runter. Null. Null. Ah, gut. Wir gehen hier drüben weiter dann, weil jetzt ist das die größere Fläche. Jetzt geht natürlich sowieso eine kaputt. Das ist okay, dann haben wir da gar keinen Nachteil mehr. Jetzt gehen sie wieder zusammen. Na gut, aber jetzt habe ich sowieso halt nur noch den Teil. Der läuft da jetzt hin. Dass der da hinläuft, ist natürlich schlecht. Das ist jetzt sehr suboptimal. Was? Das war jetzt sehr, sehr suboptimal. Das möchte ich gerne im Multiplayer sehen, das Level. Oh Mann. War das gedacht, dass die einen abhauen? So, ich springe hier lieber nicht, weil dadurch kam vorhin die Bombe runter. Ich wurde da irgendwie schon vorher gespawnt, weil ich gesprungen bin. Das war nicht so gut. Nein! Oh, der ist in der Luft explodiert zum Glück, als ich groß war.
Das war nicht gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Jetzt lass mal hier lieber. Oh nein. So. Jetzt ist wieder alles zusammen. Sehr gut. Jetzt haben wir hier viel mehr Fläche. Tschüss. Jetzt hauen die hier Stück für Stück nämlich ab. Das ist okay. Oh, nice. Haben wir's? Sehr cool. Sehr cool. Man könnte hier wahrscheinlich nochmal Zeit sparen, indem man schneller oben drüber kommt. Ja, das würde gehen. Aber das ist jetzt nicht so richtig... Ha. Ah, jetzt bin ich natürlich wieder hier. Sorry. Sorry, jetzt bin ich hier wieder getriggert. Jetzt bin ich wieder getriggert. Das ist genau das Ende. Das ist genau das Ende, was ich gerade gesagt habe. Dass man schneller über den Block kommt. Aber das klappt halt dann auch nur ein einziges Mal. Ah, verdammt. Das klappt halt nur ein einziges Mal. Also die Chance hat man halt nur einmal, das wollte ich sagen. Wenn man da nicht rechtzeitig rankommt, dann ist es halt vorbei. Was dann blöd ist. Ah, falsche Richtung! Aber ist okay. Da ist jetzt nicht so viel kaputt gegangen, damit kann man leben. Gut. Jetzt sollten wir eigentlich nach oben kommen. Falsche Richtung! Ah! Blöd! Nein! Auch blöd. Mach dich weg. Okay, okay, jetzt muss es. Jetzt kommt's drauf an. Nein! Es geht nicht. Ah, es ging nicht. Ach, nee, nee. Nee. Nee, ich krieg's nicht schneller hin. Ich will jetzt nicht nochmal das Level spielen. Ach, schade. Ich dachte, man kommt da schnell durch, aber so schnell ist es gar nicht. Go Blocks 2. Was hat er hier gebaut? Ah, solche Dinger. Hui. 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 Yes, yes. Gottes Willen. What? Ah. Hä? Ich... Hä? Ach, ich kann ja auf den... Ja. Ich bin doof. Ich kann ja auf den drauf. Habe ich vergessen. Habe ich spontan vergessen, dass ich auf den drauf kann. Hä? Ah! Da muss erst mal drauf kommen. Los geht's! Okay, ich nehme an, den brauche ich, wenn ich den hier schon bekomme. Ah, es war die falsche Reihenfolge, ne? Ja. Ach, ich doof, ich hätte ja auch so mit dem Supersprung hochgekommen. Ne? Das hätte ja auch auf jeden Fall hätte das gereicht. Wo geht das Ding? Ja, okay, alles klar. Los geht's! Bam! Bam!
Good job. Oh, nur mein Freund. Du machst dich weg. Sehr schön. Kommt noch ein Swamp runter? Nein, da kommt gar nichts mehr runter. Okay. Dachte, es kommt auch irgendwas, was den Block auslöst, aber... Nope. Anscheinend nicht. So. Der hat ganz schön viele Level. Gucken wir uns mal sein allererstes an. Oh, die Abschlussrate reizt mich jetzt erst recht natürlich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was geht da ab? Okay. Vielleicht mal ein bisschen Anlauf. Ah, das gibt's ja nicht. Möglichst spät springen. Ist unglaublich, dieser Sprung ist echt schwierig. Wow. Der geht ja noch. Aber der ist... Oh, jetzt muss es passen. Sonst weiß ich die... Oh mein Gott. Okay. Boah. Der ist echt interessant gebaut. Das war viel zu bald. Das ist super knapp. Man muss eigentlich wirklich, wenn man denkt, man fällt runter, dann muss man gerade springen. Dann geht's. Puh! Also noch nicht schwierig, ja? Man muss es halt einfach ein paar Mal probiert haben. Und dann funktioniert die Geschichte auch. Aber, ja, schon recht knapp gebaut. Gut. Auch wieder so ein knappes Ding. Also so ein wenig. Also so eine kleine Abschlussrate und sehr knappe Zeit. Okay. Gucken wir mal. Okay, das funktioniert nicht. Oder hat derjenige... Hat der 6-Sekunden-Typ eine Abkürzung genutzt, die gar nicht so gedacht ist? Like, keine Ahnung, hier oben rum. Kommt man vielleicht sofort da hoch? In 6 Sekunden ist der da hoch, der eine Kerl. Hat der das geschafft, von da bis da hochzuspringen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Muss er aber geschafft haben. Der muss da hochgekommen sein, ne? Also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Ich spiele jetzt mal, wie es gedacht ist. Nämlich hier durch. Ja, ist egal. Dann hier durch und dann kommt der Kollege hier. Und dann gehen wir durchs Ziel. Aber... das ist noch nicht mal vorbei. Wie um alles in der Welt hat das einer in 6 Sekunden geschafft? Oder habe ich das falsch gelesen? Das muss ich falsch gelesen haben. Hä? Ich muss mich verlesen haben, ne? Da waren keine 6 Sekunden gestanden. Das geht nicht, dass da 6 Sekunden gestanden haben. Ah, ne, wir haben eine Fahne gehabt. Hä, was stand denn da? 106 vielleicht? Habe ich die 0, habe ich die 1 nicht gesehen? Was ist falsch? Oh. Die Sonne lacht. No! Ah nein, nicht. Nicht hier den Neustart-Trigger auslösen. Ich habe doch 06. Ich muss schon wieder an meiner Wahrnehmung zweifeln. Ne? Das ist furchtbar. Immer muss ich an meiner Wahrnehmung zweifeln. Oh, ich hab ne Befürchtung. Ich hab da eine Befürchtung. Ich glaube, er hat ungünstig gebaut. Und dann erklärt das die 6 Sekunden. Je nachdem, wo wir jetzt rauskommen. Ich bin mir nicht sicher. Also mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken.
aber ich habe da eine kleine Befürchtung. Es war 006, dann ist es klar. Dann ist es klar, was passiert ist. Okay, kriege ich das hin? Da muss man hier... Muss man hier richtig gut und schnell durchkommen, sonst haut das nicht hin. Ah, ich bin doch gerade durchgekommen. Mist. Wo habe ich die Geschwindigkeit verloren? Ah, ich bin doch gerade durchgekommen. Dann springe ich zu bald. Ah. Dann springe ich zu bald. Ich darf einfach nicht zu bald springen. Eieiei. Ja, es war wieder zu langsam. Es gibt's nicht. Jetzt bin ich wieder zu bald. Ich muss erst mal gucken, ob das überhaupt zutrifft, was ich vermute. Vielleicht sollte ich mir das erstmal angucken. Aber es muss eigentlich so sein. Ja! Ja! Es ist halt hier drüben die Fahne. Ja! Das ist ärgerlich. Vielleicht dachte er wegen der Lava, dass das nicht machbar ist oder so. Ich weiß es nicht. Es ist auch tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, wie der eine das geschafft haben will. Ihr seht's ja, ich bin selber ganz schön... Man muss unter diesen Swamps durchkommen, sonst schafft man's nicht. Man muss unter den Swamps durchkommen. Aber wie? Welchen Trick brauche ich hier? Ich muss... möglichst lange auf der Fläche schon rennen, damit ich da durchkomme, glaube ich. Ich glaube, das ist der Trick. Ach, verdammt. Es tut mir leid, ich bin jetzt wieder am Experimentieren hier, ne? Das gibt's da nicht. Wie kann ich den austricksen? Nee, okay. Okay, egal. Es muss irgendwie möglich sein, weil die Zeit existiert. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Das ist das erste Blocks-Level. Booms, hat er mehrere gemacht. Spielen wir doch viel gut. Und dann hören wir auf. Dann nehme ich Cadence of Hyrule auf. Da war eine Tür. Da war eine Tür. Oh, das könnte knapp werden. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken, aber ich vertraue ihm ja. Er baut ja perfekt eigentlich, ne? Oh mein Gott, es funktioniert aber. Alles funktioniert wie es... Oh mein Gott! Nein, ich hätte... Okay.
Ich habe den Sprungknopf nicht gedrückt. Rieb. Das ist ja auch krass. Der hat jetzt die Powerblocks so gesetzt, dass es möglich war, dass am Ende ein Text übrig bleibt. Sick. Okay. Also dem Kollegen folgen wir zurecht. Er baut cooles Zeug. Da bin ich sehr gespannt, was da noch so kommt. Uiuiuiuiui. Spooky Mario Mania. Ja, wären noch viele andere coole Sachen natürlich jetzt gewesen, aber... Man sieht schon, das sind ganz viele, Dings hier, ne? Ganz viele Speedruns, die so gebaut werden. Klar, es wird immer das gebaut, was am beliebtesten ist, und Speedruns sind nun mal relativ stark beliebt. Oh. Na, hier, Plattform Panic, 20 Sekunden, 20 Sekunden, Autoswitch. Typisches Angebot-Nachfrage-Verhalten halt. Speedrun for Japan. Okay. Not so abundant lab. Ich guck nur kurz, ob mich noch irgendein Name komplett motiviert, dann noch was anzugehen, aber ich glaube, wir lassen es jetzt dabei. Man muss es ja nicht übertreiben. Es gibt so viele coole Ideen. Aber was ich ganz, wo ich hierüber echt ganz froh bin, ist, dass es gar nicht so viele Automatik-Level geschafft haben, in die Beliebtheit zu kommen. Also klar, es gibt welche, wie hier zum Beispiel, das ist wahrscheinlich auch so ein Level. Aber das war doch, glaube ich, in Mario Maker 1 viel schlimmer. Okay, das gucken wir uns kurz an. Das sieht cool aus. Das ist auch so ein Automatik-Ding, aber... Ich will mal kurz, ich will mir das kurz anschauen. Das sieht nämlich interessant aus. Das ist genau das, was ich meine, ne? Es ist jetzt keine Challenge dahinter. Man fällt einfach. Aber es funktioniert halt. Na, genau sowas eben. Das ist so sick. Nach unten muss ich noch selber drücken. Schade. Naja. Das ist halt... Ja. Aber dafür gab es ja auch den Tag automatisch. Davon gibt es zum Glück nicht so viele. Das war das, was ich sagen wollte. Na, es sind tatsächlich mehr so Level, die es dann auch wirklich, und so. Letztendlich wirklich geschafft haben. Icy Kaizo Cave Kaizo Remake. Nani? Hören wir uns zum Schluss noch Musik an und dann ist gut. Das ist ein tolles Lied. Das ist ein tolles Lied. Sind wir fast wieder bei der Stunde, aber naja. Kurze Parts. Ich schaff's halt nicht. Da ist Undyne. Let's go. Seht ihr die Pfeile und so? Das ist auch so ein bisschen, auch so ein bisschen passend zu dem Thema. Ach, jetzt startet es wieder an der Stelle. Das ist ja auch interessant gebaut. Jetzt sind die anderen nämlich ausgefüllt. So hat er das geschafft, dass man das Ganze doppelt hört.
Also nicht nur, dass es hier die Musik ist, sondern auch noch dekorativ passend zu Andeien. Sehr cool gemacht. Und jetzt haben sich die... Das ist voll sick. Jetzt hat er durch die On-Off-Dinger den gleichen Abschnitt, aber mit anderen Instrumenten praktisch hingesetzt. Weil jetzt fallen die Sachen anders. Ne, seht ihr das? Da unten sind ein paar blaue auch nicht mehr ausgefüllt. Die wurden vorher von den Pilzen ausgelöst und werden es jetzt nicht mehr. Ah, das ist cool gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Das war cool gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Sehr, sehr gut. Dann. Ach komm. Ich schaff's wieder nicht, unter einer Stunde zu kommen. Ich sehe das schon. Furchtbar. Furchtbar. Oh. Muss ich rennen? Klingt nämlich echt komisch. Hätte ich rennen müssen? Ich renne jetzt mal. Ich kann gar nicht rennen. Also ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich hätte, glaube ich, auch die Dinger schon drücken können, ne? Da hat er so ein bisschen eingebaut, dass man selber im Rhythmus ist. Dann könnte man doch eigentlich da auch wieder eine Musik-Challenge draus machen und sagen, das Ziel gibt's nur beim Erreichen von so und so viel Nutzen. Das wäre doch eigentlich cool. Ne, dass man das nicht so macht wie bei dem On-Off-Ding, wo man halt im Rhythmus der On-Off-Dinger, aber dass man sagt, das Ziel ist nur erreicht, wenn so und so viele Münzen eingesammelt werden. Und da muss man halt vielleicht 80% der Blöcke treffen. Das wäre doch eigentlich eine interessante Sache. Finde ich jetzt. Könnte man doch eigentlich machen. Dann wäre das noch eine kleine Challenge zumindest und nicht nur das Musik hören. Hätte eigentlich... Wie will er denn einen SMW-Bosswasch machen? Es gibt hier keine SMW-Bosse. Die gibt's einfach nicht. Oh. Ja, aber... Ja, normalerweise springt man die von unten an, aber kann ich ja hier nicht. Dafür bräuchte ich so einen... Ich hab einen Helm auf! Ich wollte gerade sagen, dafür bräuchte ich so einen Helm. Cool. Ja, natürlich. Ich hab einen Helm auf. Nichts gesagt. Okay, cool. Das war der Boss. Jetzt kommt Iggy. Ja, okay. So kann man Iggy machen. Das ist wohl wahr. Tschüss. Ach, komm schon. Das ist nämlich gar nicht... Jetzt kommt's raus. Das ist nämlich gar nicht Baby Bowser. Das ist nämlich Iggy. Aber den spielt man jetzt halt trotzdem nicht wie Iggy. Ja, es ist natürlich... ich bin doof. Nicht Neustart. Ach, ich bin doof. Oh boy. Oh boy. Aber lustig, wie er den... Ach, es hat nur eine Pflanze, den Schlüssel. Da gibt's Sinn.
Ja, weil ich kann halt nicht auf Iggy draufspringen und damit runterdrücken. Insofern funktioniert das schon ein bisschen anders. Ach Mist. Aber jetzt will ich noch gucken, was er als dritten Boss gemacht hat. Mein Lieblingsboss ist ja Morten. Aber den kann ich erst recht nicht implementieren. Lässt er sich echt nicht verarschen? Der lässt sich echt nicht verarschen, ne? Baby Bowser einfach zu smart. Zwei von drei. Bowser selbst. Ja gut, dann kommt jetzt halt die normale Plattform, also das normale Ding, wo er jetzt drin ist. Ah, ich darf nicht, ich doof. Ich war ungeduldig, Entschuldigung. Ich war ein bisschen ungeduldig. Fahren wir halt einfach langsam rüber. So. Ja, jetzt kommt er halt in seinem Ding darunter. Ja. Es ist nicht mal Bowser. Es ist einfach dieser Boss. Ja, gut. Da fand ich Dings noch am allerbesten eigentlich. Ja, egal. Da fand ich Dings noch am allerbesten. Den ersten. Mit den Pflanzis. Der war cool gemacht. Red Wimps kenne ich nicht. Wie geht das denn? Sind da dann Blöcke? Wo die Differences sind, sind dann da Blöcke? Ach, ja, Tatsache. Da. Das ist ja lustig. Ja, hier. Mein Gott. Hier. Ah. Gib mir das. Was wäre jetzt, wenn ich den versaue? Ich muss das doch alles sehen hier drüben. Da. Voll die coole Idee. Noch nicht alles. Ah, hier. Das ist eine echt coole Idee. Oh, Junge. Ja. Got it. Ah. Got it. Muss erstmal finden. So. Runter, runter, runter und runter. Ach du Schande. Wobei, die kann ich ja gar nicht anspringen. Ja, wow. Das war einfach. Ich muss nur reinkommen. Ich komme nicht rein. Dankeschön. Ei. So, hier gibt's doch bestimmt noch was. Nein? Na gut. Gut. Jetzt aber wirklich danke fürs Zuschauen. Wir sind wieder über der Stunde, aber ich hoffe, es war eine unterhaltsame Stunde für euch. Es war ja sehr abwechslungsreich eigentlich. Ja. Man kann entweder in einer Stunde... Coole Kommentaranzahl. Man kann entweder in einer Stunde ein Twakes-Level spielen. Oder das hier. So, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus und tschüss.